Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bei mir geht es heute um diese Sugelary Handschlaufe für eine Kompaktkamera bzw. für eine Spiegelreflexkamera. Wenn euch mein Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und in jedem Fall über ein neues Abo. Und könnt auch gleichzeitig die Glocke aktivieren, ist beides kostenlos und unterstützt ein bisschen meine Arbeit. Ja, warum habe ich mir diese Handschlaufe gekauft? Und zwar geht es eigentlich nur darum, ich bin mehr oder weniger zeitweise umgestiegen jetzt auf eine Sony Alpha 6400. Vorher habe ich fotografiert mit einer Nikon D5100 und davor noch mit der D3000. Ich benutze die immer wieder gern, habe auch verschiedene Objektive, hier jetzt noch das 18-55er, ich habe aber auch noch das 300er und ein 105er. Also da kommt es immer drauf an, was ich mache mit der Kamera. Gehe ich meistens bei schnellen Schnappschüssen raus oder wenn ich die Kinder fotografiere, der Augenautofokus ist einfach klasse hier und auch generell die 4K-Videofunktion äußerst genial. Ja, jetzt zu dieser Handschlaufe, die habe ich mir gekauft für 11,50 Euro bei Amazon. Ich packe euch den Link unten rein und der Hintergrund war einfach das, der Sony-Gurt, der hier dabei ist, ist zwar schön hin und her, aber es nervt immer dieses Gebämbel dran zu haben, besonders wenn man auch hier wie ich das Teil öfters an ein Stativ dran macht. Ich habe hier meine Schnellwechselplatte, was das Tolle ist bei diesem Stativ, da blockiert auch hier nicht diese bewegliche Bildschirm. Ich packe das Stativ auch nochmal unten rein. Das ist ein BC Master. Benutze ich seit knapp 2 Jahren. Ist richtig klasse. Ja, und was habe ich dann hier gemacht? Ich habe hier noch so eine kleine Handschlaufe von irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was es war. Und die habe ich mir einfach hier so dran gehängt. Aber dann habe ich mir gedacht, Mensch, dieser kleine Verschluss hier, wenn sie denn doch mal abrutscht, dann habe ich gleich 1000 Euro auf dem Boden und das wollte ich natürlich doch nicht. Und der Vorteil bei so einer Handschlaufe ist, die Kamera wiegt natürlich nichts im Gegensatz zu einer Spiegelreflexkamera. Das heißt, man kann die wunderbar dauerhaft auch mal halten und im Gegensatz zu diesem normalen Schultergurt oder was weiß ich, was es ist, dieses Riesenteil, steckt man die Kamera in die Tasche rein, holt sie dann wieder raus. Es ist auch so, wenn man es ans Stativ dran macht, kann ich diese Handschlaufe einfach hier um diesen Versteller legen und mir bambelt hier vorne nichts rum. Ja, kurze Rede, langer Sinn. Jetzt habe ich mir überlegt, benutze ich vielleicht hier meine Case Logic, die hatte ich hier an meiner Spiegelreflexkamera dran, aber so einen Burschi brauche ich hier wie gesagt nicht. Deswegen habe ich mir das Teil geholt, 11,50 Euro. Kommt in so einer schlichten Verpackung. Dann hat man das ganze Ding hier noch eingepackt. Also ich packe es jetzt auch zum ersten Mal mit euch aus und hätte mir besser, nein, geht auch so, ein Messer parat gelegt. Ja, was fällt mir gleich hier auf bei dem Teil? Es ist aus Baumwolle, steht jedenfalls in der Produktbeschreibung. Und ansonsten hat man hier jetzt noch so einen Versteller, so einen braunen. Und den kann ich mir hier ranziehen. Und der scheint sich auch nicht zu lösen. Und dann kann man sich das ganze Ding ein bisschen fixieren und kann die auch mal am Handgelenk baumeln lassen. Das ist natürlich ein Vorteil. Hier hat man schöne Verzierung in Form von einer roten Naht. Hier hat man nochmal hier dieses Sugelary oder Sugelary Logo drauf gedruckt. Das hier ist logischerweise kein echtes Leder, sondern Kunstleder. Da habe ich bei Amazon eine Bewertung gelesen und habe gedacht, Mensch, greift dir an den Kopf. Für 11,50 Euro erwartet hier auch noch jemand, dass diese Firma oder der Produzent hier echtes Leder reinmacht. Also Ball mal flach halten. Hier oben der Ring, der sieht stabil aus, soll ja auch keine großen Gewichte halten. Und so Ringe sind im Endeffekt immer, wenn sie eine gewisse Materialstärke haben, gut. Natürlich gibt es auch diese ganz dünnen, die drehen sich dann auf. Aber da habe ich, denke ich mal, keine Probleme. Außerdem haben wir hier noch einen Schutz, dass das Gehäuse nicht verkratzt wird in Form von so einem Lederauflage und mit einer Durchführung für die Öse. Ich würde sagen, ich mache das Ganze jetzt mal dran und dann gucken wir uns das mal an der Kamera an. Ja,
Ja, also es ist eine äußerst fummelige Angelegenheit, diese kleine Führung hier mit dem Leder durchzubringen und dann auch diesen ganz, ganz kleinen Ring hier dran zu machen. Das ist ganz klar. Das habe ich mir vorher auch schon gedacht. Aber so finde ich das jetzt eine super Sache. Man sieht hier auch, dass durch dieses gut Vernähte, auch wenn man hier stark dran zieht, jetzt nicht großartig nachgibt. Und hier ist ja schon von Sony aus ein bisschen Plastik dran. Ich hätte das natürlich jetzt auch rumdrehen können, wäre vielleicht clever gewesen, dass dieses Plastik auf der Rückseite ist. Nee, aber das ist gar nicht auf der Rückseite hier. Ich würde sagen, so passt's. Und wenn ich jetzt mir einfach die Schlaufe nehme und hier reinmache, dann hier festziehe mit der anderen Hand, sieht man, dass das richtig toll hier fest ist. Und ich muss dazu sagen, es läuft auch nicht hier irgendwie dann hier unten noch was ab. Ja, das ist halt die Sache, die ich bei dem hier hatte. Da hat es da unten so ein bisschen gestört. Also ich habe hier auch die komplette Freiheit. Und was man bei der halt auch machen kann, ja, wie schnell erwischt man sich, dass man einfach hier von unten, da nehme ich das ganze Teil einfach und fasse hier über. Also dieses Band stört weder so noch in einer anderen Griffweise. Ja, auch wenn ich so, da bin ich wirklich begeistert. Für 11,50 € inklusive Prime-Versand kann man wirklich nichts sagen. Dieses Baumwollmaterial jetzt auf den ersten Eindruck vom Gefühl her. Klar, wenn es jetzt richtig Sommer ist, wird man sich das Ganze so ein bisschen lösen, damit es nicht großartig raus aufträgt. Aber ich habe hier schon Teile gesehen, die praktisch so breit sind, auch aus einem wasserabweisenden Material. Ich denke mal, da schwitzt man einfach mehr. So bin ich damit zufrieden. Die Teile gibt es in drei unterschiedlichen Farben. Ich habe mich jetzt für das Schwarz mit diesem Braun und diesem roten, mit dieser roten Naht hier entschieden. Ich finde, es passt eigentlich richtig gut zu dieser Kamera, zu der Sony Alpha 6400. Und werde eventuell in der Community nach ein paar Wochen oder wenn sich hier irgendwas ändert, noch ein Update schreiben. Das hier oben, das ist angenehm. Und dann würde ich sagen, war es das zu dem ganzen Thema. Ich habe ja schon zu Anfang erwähnt, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.